aber was hast du zum Unentschieden? Hast du gerade wahrscheinlich, musst du jetzt ein bisschen wiederholen, aber ganz ehrlich, da gibt man alles 3 Minuten, da holt man alles aus dem raus. Wie lange war die Vorbereitung? Ganz kurz dazu. Bei mir war es 4 oder 5 Wochen. Ja, das war das, was ich gemacht habe. Ich habe seit 4, 5 Wochen eigentlich erst richtig klassisch geboxt. Vorher habe ich es nicht gemacht. OJ auf jeden Fall hat früher schon öfters geboxt, das sieht man auch. Der Junge hatte auch richtig Luft. Normalerweise ein Amateur, der das erste Mal ein Anfänger, der kämpft oder so, der gibt ein paar von diesen wilden Schlägen, der macht halt gar keine Luft mehr. Nichtsdestotrotz habe ich ihn auch sehr gut getroffen. 1, 2 war richtig auf die Nase, bis er anfing zu bluten. Und er hat auch ein paar gute Schläge gelandet. Er hat das ein bisschen in den Klammern hin und her gewesen, aber wir waren beide auf jeden Fall von den Emotionen hochgeladen. Das war auch der erste Kampf für mich. So, und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Ergebnis, wo man zufrieden sein kann. Ich hätte natürlich gerne gewonnen, aber dazu brauchen wir ein paar Runden mehr. Einmal 2 Minuten bei jemandem, der boxen kann, ist schon schwer. Auf jeden Fall, meine Herren, man kann gewinnen, von den so ein bisschen Großlaster, aber okay, es ist gerechtfertigt. Ganz kurz mal anfangen, die mentale Vorbereitung. Wir sprechen hier viel von der Vorbereitung im Boxen. Wie viel Potenzial würde ich sagen, ist mentale Stärke wichtig? Also, was spielt damit, weil auch gerade in den Social Media natürlich extrem das Thema hochgekocht wird, man kriegt ja auch ein bisschen was mit. Berührt einen das? Was geht da vor? Natürlich, ich sage euch ganz ehrlich, die letzten 3 Tage von meiner Vorbereitung waren richtig gefickt. Entschuldigung, wenn ich das mal laut sage, aber weil dieses ganze Hin und Her, wollte hier nicht kämpfen, dann hinkämpfen, hier nicht kämpfen, da nicht kämpfen, bla bla, dann muss ich gegen jemanden kämpfen, mit dem ich eigentlich auch befreundet bin. Also mit ihm wirklich, mit dem anderen bin ich nicht befreundet. Das ist auch kein Schauspiel, keine Show. Der Typ, der kann mich dreimal am Arsch lecken, das ist für mich kein Mann und wird noch nie einer sein. Der kann wieder mit kleinen Messerchen Leute jagen gehen, weißt du, aus Fremden, die schwächer sind als er. Aber nicht ein richtiger Mann, der wäre hingekommen, hätte gekämpft, so wie OJ. Das ist meine Ansage. Und ich denke mal, das ist ein bisschen Blut gerecht. Wir machen gleich weiter, kurz letzte Frage. Wir können einen weiteren Kampf von dir erwarten? Ja, schauen wir mal, ne? Warum nicht? Ich meine, ich bin gut im Training. Nur diesmal MMA-Kampf, auf jeden Fall MMA. Ich trainiere viel mehr jetzt MMA oder sowas. Im Boxen habe ich, wie gesagt, letzte 4, 5 Wochen gemacht. Harte Spannungen gemacht mit meinem Team hier. Da habe ich zwar mal am Martinshaar, ich kämpfe alle. Ich habe den Kopf aus Blei, da seht ihr, der Junge bei uns war mal richtig gut getroffen. Gibt nicht um, ich meine nicht. Aber die Anspannung und Luft geht sehr schnell, das ist die Sache weg, aber 3 Tage davor ein bisschen. Ne? Weißt du, was ich. Das ist 100% Energie. Und jetzt will ich auch nochmal eine extra Portion Sekt lassen frischen Glutamin. Und dann geht's auch morgen Abend wieder. Wieder heute, schönen Abend. Grüße auch an den Matthias, an alle Leute, die hingekommen sind, auch an Farid, an alle anderen Leute, an Akku, alle, die hier waren. Sinanji natürlich, Free Sinanji. Ciao.